Hallo, ihr Lieben. Weil ich meinen Haul gestern gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich nicht nochmal zur Action gekommen wäre, die nächsten 14 Tage. Aber ja, es hat sich heute Morgen ganz spontan ergeben, dass ich doch hinkam. Und als ich eben die Sachen auspackte und mein Mann zeigte, habe ich mich entschlossen, doch schnell einen Haul zu machen, weil, die haben ganz tolles Halloween-Zeug. Unter anderem diese LED-Lampe. Super cool, das Ding. 4,99. Und ich habe die gerade ausprobiert und dachte, nee, machst du doch schnell einen Haul. Ich denke mal, der ein oder andere Halloween-Fan ist hier mit bei. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Das ist so, und die wechselt halt die Farben. Da hat man diese, die sprüht dann dieses Zeug hoch. Ich hoffe, das sieht man richtig. Das ist so cool, das Ding hier oben, diese Lampe, die. Das sieht man jetzt in diesem hellen gar nicht. Diese Lampe, die flimmert und glimmert so. Aber finde ich so toll. Jetzt glimmert sie nicht. Ich glaube, ich habe auch nur schnell die Batterien genommen von der Fernbedienung. Ich glaube, die sind schon nicht mehr so stark. Auf jeden Fall wechseln die so lila, rosa, grün und so orange. Wie gesagt, diese Birne hier oben, die flimmert. Aber ich denke mal, die Batterie ist jetzt zu schwach. 4,99, also ich finde das so toll. Ich habe so eine Kerze, so im Weihnachtsstyle und als Engel. Für die Kerze habe ich bei Nanunana damals einen Zehner bezahlt und für den Engel sogar 20 Euro. Und da fand ich 4,99 kein Geld für so ein Teil. Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen diesen Leim, diesen Lack, den Acryllack. Und ja, da kostet eins in die 50er, 51,59 und dazu diese Pinsel. Die haben auch 1 Euro, ich glaube 1,20 Euro oder 1,50 Euro gekostet, weil ich wollte gerne mal so ein paar ganz weiche haben, damit ich nicht immer diese Schlieren auf dem Lack habe, wenn ich die Resin-Teile lackieren muss. Dann zurück zum Halloween, haben die auch so ganz, ganz coole Lichterketten. Kostet eine jeweils 1,99 Euro. Und die haben dort diese Geister, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich diese schönen Fledermäuse mitgenommen. Seht ihr die? So ein lila Ton. Dann haben sie aber auch noch Kürbisse und Totenköpfe. Also die Totenköpfe waren hässlich, die haben mir nicht gefallen. Aber Kürbisse habe ich mir schon vorher im Kick mitgenommen. Die zeige ich euch auch gleich. Dann habe ich mir nochmal für 1,99 die hier mitgenommen. Weil die haben hier diese ganz kleinen drin. Und die haben dann einen super schönen rosa Ton. Mit denen arbeite ich total gerne. Und dachte mir, für 1,99, da müssen die nochmal mit. Ja? Dann habe ich mir für, ich glaube, 85 Cent. 85, 84, 82, so in der Drehe. Ich habe leider den Zettel nicht mitgenommen, weil ich ja eigentlich nicht vorhatte, einen Haul zu machen. Diese Dinger, diese Bänder. Ich hatte mir jetzt so eine Bandcam gekauft. Und weil ich hatte ja beim Umräumen, Aufräumen, habe ich solche Dinger gefunden. Die muss ich bestimmt schon ein Jahr dort liegen haben. Und hab gestern so ein Teil für meine Tochter fertig gemacht. Und anstatt diese Ketten habe ich dann das dran gemacht. Und das sieht wesentlich schöner aus, gerade so an diesen Hinhängteilen. Und da dachte ich mir, nimmst du noch mal mit. Habe ich mir einmal in diesem Muster mitgenommen. Ich finde ja diese Farbe so schön und dieses Petrol. So, dann hier so eine Kreuzchen. Und zweimal Herzen, weil Herzen gehen irgendwie immer. So, dann habe ich mir noch mitgenommen, beziehungsweise für die Kinder. Kreide, weil ich habe meinen Kindern, die hatten 99 Cent gekostet, ich habe denen so eine Tafelfolie, genau, mitgenommen. Und mal gucken, also ich finde die für 1,99 echt günstig. Mach mal an die Tür, gucken, ob sie Späßchen dran haben. Ebenfalls habe ich mir mitgenommen diese coolen Vintage-Sticker. Ich habe sie endlich gefunden. Ich habe die schon in ganz, ganz vielen Halls gesehen. Ich gucke mir die unheimlich gerne an, weil dann weiß man nämlich, was da ist und ob es sich lohnt, hinzufahren. Und habe mir die jetzt mal mitgenommen. Richtig toll. Ich glaube, die haben 59 Cent gekostet, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich mir nochmal Hello Kitty-Sticker mitgenommen. Ich glaube, die haben 69 gekostet. Bei Hello Kitty geht immer. Ich hatte bei der Wildrose gestern im Hall gesehen, die war auch im Action hier in Berlin, aber ich glaube in einem anderen. Ich glaube, das war die Wildrose, die Bianca. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube ja. Mit den lieben Mowgli, mit den süßen kleinen Spätzchen. Oh, ich finde ihn ja so toll. Das ist das Beste an dem ganzen Video, wenn der Mowgli da reinkommt. Wie der immer den Kopf so links und rechts macht, wenn die dann mit ihm spricht. So süß, echt, der ist so niedlich.
Ja, die hatte so tolle Sticker gezeigt gehabt von Minnie Maus, aber die hatten sie bei uns leider nicht, also musste Hello Kitty mit. Und Hello Kitty geht immer, ich stehe total auf die. Auch diese ganz großen hier, die werde ich definitiv in meinem Herz, meinen großen, eingießen. Diese Kiste habe ich schon mitgenommen. Ich habe zwar vom VBS mir diesen 20er-Packen bestellt, aber ich möchte gerne nochmal so eine Runde probieren. Zum Ausprobieren nehme ich die erstmal, ne? Die zu gestalten ist mal eine andere Form und die hat, ich glaube, 85 Cent gekostet oder so. Und ja, habe ich dann mal mitgenommen. Die haben 12,5 cm, ist ein Zentimeter größer wie die Box, die ich bei VBS habe. Aber wenn man mal guckt, ich habe dafür 20 Stück, habe ich 19 Euro und bezahlt, ne? 19,99, ne? Und die sind, also ich finde die vom VBS wesentlich schöner als wie diese Form. Ich wollte halt mal eine andere probieren. Ja, also ich finde, da kann man auch bei VBS bestellen. Gut, man hat Versandkosten, aber wenn man 20 Stück holt von 19,99, da hat man auch 1 Euro pro Stück. Das sind gerade mal 20 Cent mehr. Und die sind von der Machart wesentlich schöner wie die hier, muss ich wohl sagen. Und ist auch super schnell. Ich habe die Samstagabend bestellt und die waren Dienstag, glaube ich, schon da. So war es das noch nicht ganz von Action. Das war es noch nicht ganz. Ich habe nochmal für meine Tochter das Einhornbuch. Das ist ein ganz normales. Hat auch 99 Cent gekostet. Ich habe mir das auch schon mal geholt, wenn ihr meine anderen Hortz gesehen habt. Mit diesen Glitzer drauf. Und sie fand das Buch so schön, das Heft. Und da hatten sie aber nicht nochmal. Und heute hatten sie es nochmal liegen. Habe ich es mitgenommen. Ging nicht anders. Und hier. Ach, lasst uns eine Minute Zeit nehmen, um dieses Glitzer zu genießen. Schön, oder? Das ist so dieses Irisierende. Habe ich mir ja schon diese Federmäppchen da mitgenommen gehabt. Und heute habe ich mir dann diesen Ordner mitgenommen. Ich glaube, der hat 1,29 oder 1,59 so in der Dreh gekostet. Weil ich habe gestern meine Sticker sortiert, so wie das die liebe Fimo-Tinker gemacht hat. Also war definitiv ein ganz, ganz, ganz super Tipp. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viele Sticker habe. Und deswegen habe ich mir die dann heute, heute so eine Mappe gekauft und da kommen die nachher rein. Dann habe ich für meine Tochter so ein Art Stretchbook mitgenommen. Ich bin gestern schon unterwegs gewesen. Sie wollte es gerne noch eine Nummer größer, habe ich aber nicht gefunden. Und zwar machen die ein Projekt und da brauchte die so einen Block, wo die Blätter hier so ein bisschen dicker sind, ne? Und ich hatte ihr den schon mal zum Malen geholt. Meine Tochter malt gerne und ist auch sehr talentiert, hat sie von dem Opi ge geerbt. Ich leider nicht. Und ja, da habe ich ihr den nochmal für 1,99 mitgenommen. Wir waren das letzte Mal sehr zufrieden. Ich hoffe, es ist auch das Richtige für ihr Projekt. Weil größer habe ich es echt nicht gefunden. Nur normale Zeichenblöcke. Und da waren die aber eigentlich die Blätter ein bisschen zu dünn. So, jetzt mache ich euch nochmal ein bisschen mehr so. Weil das Ding ist der Burner. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt auch gerne anfangen möchte, mit Papier zu basteln. Weil jeden Tag kann man kein Resin gießen, dann ist man ja am Ende des Monats arm. Aber ich bin jemand, ich muss jeden Tag irgendwas machen. Entweder mal ein bisschen häkeln oder wie auch immer. Also ich muss immer irgendwas basteln. Und dann habe ich diesen hier, Make Your Own Envelope. Finde ich ganz toll. Da hat man 24 verschiedene Sachen und 60 verschiedene, tatsächlich so eine Blätter. Und guck mal, seht ihr das? Seht ihr das hier oben? Das ist ja so jetzt, aber da. Das finde ich ja ganz toll. Außerdem ist das definitiv mein Muster. Und die sind im Prinzip schon so ausgestanzt. Die braucht man dann nur noch so zu falten. Und gerade für mich als Anfänger dachte ich mir, ist das definitiv cool. Hat 1,99 gekostet, der Block. Ist aber auch leider nur der einzigste gewesen. Ich hätte mir den sonst nochmal mitgenommen. Und ich wollte ja mal gucken. Ich war ja gestern ein bisschen ja, angepisst von den Preisen im Teddys. Also da waren ja diese großen Blöcke, die dieses Format haben, haben da 5 und auch 7 Euro gekostet. Dort hätte ich ja bei 3 dafür bekommen, mit wesentlich schöneren Mustern als wie bei Teddys. Na gut, ich habe mir auf jeden Fall den jetzt mitgenommen. Schade, dass es nur eins war. Vielleicht kriegen sie die nochmal rein. Und ich denke, für mich als Anfänger sind die vorgestanzten Teile bestimmt cool, um schon mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. So, habe ich noch was? Ja, vor lauter Wut, weil die Squeegees nicht hatten, habe ich mir 10 Saphire-Drachen mitgenommen. Die habe ich aber schon alle rausgeholt. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Dann war ich vorher noch schnell auf dem Weg in den Kick. Und da hatte ich Glück. Ich hatte diese hier bekommen. Für 1 Euro. Mit zweimal mitgenommen. Die waren aber, die ist gar nicht runtergesetzt. Ich frage mich, warum. Die waren nämlich in der Wühlkiste. Ganz unten. Und ja, ist wenigstens ein bisschen.
Ein bisschen Halloween. Besser wie nichts, ne? Gut, die mussten definitiv mit und dann habe ich mir die noch mitgenommen. War auch das einzigste, die einzigste Perlen-Sticker-Dings dafür 1,29. Wenn ich die mal diese anderen dort sehe und die haben ganz viele Farben, aber ich fand dieses Rosa, das ist so ein bisschen so schimmernd, irisierend. Da kommt so ein bisschen so ein Goldschimmer mit durch. Aber für das Geld habe ich es mitgenommen. Und jetzt kommt diese andere Lichterkette. Die hat wiederum beim Kick. Da haben sie auch Halloween-Zeug, aber gefällt mir nicht. Sieht sehr, ach, ich weiß nicht, spuckig aus. Also nicht mein Geschmack. Diese Lichterkette hier und diese Kürbisse haben mir doch übelst gut gefallen. Seht ihr die? Da haben mir wiederum die in Action nicht gefallen. Aber die haben eine coole Form. Gucken auch schön blöd. Und wie gesagt, 2,99. Drei Lichterketten für Halloween. Das ist schon mal was. Wir wollten uns ja mal, wenn sie dieses Jahr wieder haben, diese großen Skelette kaufen. Letztes Jahr haben wir uns so ein ganz kleines im Tetis gekauft und dieses Jahr wollen wir mal so ein großes. Dann war ich noch mal auf dem Rundweg ganz kurz im Netto drin und die haben Silikonformen. Die haben sogar so eine Silikonmatten gehabt. Aber ich habe mir jetzt eine bestellt, deswegen wollte ich mir nicht noch eine mitnehmen. Die zwei habe ich mir sogar bestellt. So eine Doming-Matte und so ähnlich sah die auch aus. Nur halt, dass die Doming-Matte so tiefer reingeht, diese einzelnen Waben. Und die war halt nicht ganz so tief. Aber die haben von, also 1 Euro stand da. Da habe ich mir gedacht, ja, 1 Euro kannst du trotzdem mitnehmen. Sind auch innen glänzend. Diese Sterne. Und sehen natürlich jetzt ein bisschen wie diese Nautik-Sterne von der Rockabilly. Rockabilly sehen die aus und da kann man die schön machen. Ich habe einige Rockabilly-Fans. Fans. Ja, Fans. Ja, das sind meine Freunde. Aber sind ja auch irgendwo Fans, ne? Und da kann man den Stern cool machen für den. Und an der Kasse dann habe ich gesehen, haben sie nur 50 Cent gekostet. Finde ich gut, habe ich mitgenommen. Ja, so, das war halt jetzt erstmal. Sollte ich natürlich noch was Spektakuläres heute bekommen mit der Post, dann zeige ich euch das auch. Das sammle ich dann die nächsten Tage wieder. Aber ich wollte euch hauptsächlich diese Lampe unbedingt zeigen. Also ich bin ja so angetan. Die ist ja so geil. Also hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich so, dass ich so eine mitgenommen habe. Und ja, ich dachte vielleicht, gerade jetzt, wo Halloween vor der Tür steht, der ein oder andere Fan ist bestimmt dabei. Macht euch hin. Die haben sie, glaube ich, heute, bei uns jedenfalls, heute was ausgepackt. Und deswegen bin ich so ein bisschen in den Gängen rumgeschlichen, bis sie fertig war und dann hin, einholen. Muss mit. Für mich als Halloween-Fan ein Muss. Gut, ihr Lieben, ich wollte euch das unbedingt noch schnell zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich denke mal, das wird bestimmt ein Kraft-Update werden. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Und genießt das Wochenende. Und ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie wir. Also bei uns ist es ziemlich kalt, aber ich finde es angenehm schön. Weil jetzt zwischendurch war es nochmal so dolle warm und jetzt ist es wieder so kalt. Ist ganz schön anstrengend für mich, was meinen Kreislauf angeht. Gut, ich wünsche euch aber ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und macht keinen Blödsinn, ihr Lieben. Tschüssi!